21 Jahre jung, Mödling, Niederösterreich, dein Thema war Jugendinteressen zur Priorität machen. Du setzt dich ja seit Jahren für Europa ein, warst zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, weil ich es rausgefunden habe, Gewinnerin des bundesweiten Redewettbewerbs Sachs Multi. Während des Wirtschaftsstudiums hast du bereits im Außenministerium gearbeitet, in europäischen Institutionen und du warst zum Beispiel auch die Abschlussrednerin beim Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus. Ich glaube, es war 3 Jahre ist das jetzt her, glaube ich. Gell? Genau. Also wirklich auch schon Großes geschafft eigentlich in deinen jungen Jahren. Du sagst in deinem Video, uns wird es mal schlechter gehen als unseren Eltern. Deine Idee für Europa, jede Entscheidung muss auf seine Nachhaltigkeit geprüft werden. Jugendinteressen sollen zur Priorität gemacht werden. Aber wie genau soll das jetzt umgesetzt werden? Also ich glaube, das Wichtigste, was eigentlich jetzt gleich umzusetzen wäre, ist die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat der EU. Also das Einstimmigkeitsprinzip hat vielleicht noch Sinn gemacht 1952, als damals die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet wurde. Das war ja die Vorgängerorganisation der EU. Aber damals gab es eben 6 Mitgliedstaaten und heute sind es 27. Und jeder, der mal in einer Schulklasse war mit 27 Schülerinnen und Schülern, ich glaube, der weiß, dass sich 27 Leute nie auf eine Sache einigen können. Und bei 27 Mitgliedstaaten ist das eben ähnlich. Das heißt, das Einstimmigkeitsprinzip, das blockiert, das lähmt und das verhindert die Reformen, die jetzt eigentlich sehr dringend notwendig wären. Welche Reformen? Darf ich da vielleicht nachhaken? Welche Reformen sind das? Also erstens die Klimakrise. Die Klimakrise muss endlich als echte Krise wahrgenommen werden und dementsprechend muss auch gehandelt werden. Und derzeit setzen wir uns große Ziele für 2040, für 2050. Das ist auch gut und wichtig. Aber was fehlt, ist irgendwie das ins Tun kommen. Also es passiert noch relativ wenig, wir prokrastinieren noch, wir schieben unser Handeln auf die lange Bank und dafür haben wir aber keine Zeit mehr. Es braucht also konkrete Zwischenziele. Was müssen wir in 2 Jahren geschafft haben? Was in einem Jahr? Was müssen wir in den nächsten 6 Monaten angehen? Und diese Zwischenziele müssen auch verbindlich sein. Und der zweite Punkt, das wäre die Digitalisierung. Ich denke, die Digitalisierung beginnt eigentlich in den Bildungseinrichtungen, in den Schulen. Und da haben wir uns bisher sehr stark auf die Hardware konzentriert. Also es gibt Forderungen wie jede Schülerin, jeder Schüler braucht ein Tablet, jede Klasse einen Laptop. Und das ist auch wichtig und notwendig. Aber was fehlt, ist das Know-how dahinter. Also ich glaube, für den Arbeitsmarkt der Zukunft, für die Gesellschaft der Zukunft benötigt es IT-Experten und Programmiererinnen und auch Menschen, die kreativ sind, die viele Ideen haben, Menschen, die gut und kritisch mit Medien umgehen können. Und all das lernen wir derzeit in der Schule eigentlich nicht, sondern die meisten Leute sind, wie ich, 12 Jahre zur Schule gegangen und haben da 2 oder 4 oder 6 Jahre lang Latein gelernt, obwohl wir jetzt schon weniger Lateinlehrer brauchen als beispielsweise EDV-Experten. Und der dritte Punkt, der ist mir auch persönlich sehr wichtig, das ist die Demokratie. Ich glaube, wenn wir an den Umschwung von Demokratie zu Diktatur denken, dann denken wir meistens an einen gewalttätigen Umschwung, an etwas Plötzliches, etwas, was über Nacht passiert. Aber in Wahrheit ist das ja ein sehr schleichender Prozess, der Stück für Stück geht und ganz viele Zwischenschritte hat. Insofern müssen wir da wirklich aufpassen und gerade wenn Medienvertreterinnen attackiert werden oder die unabhängige Justiz und auch das Parlament diffamiert wird oder wenn Gerichtsentscheidungen ignoriert werden, spätestens da müssen wir alle aufhorchen und müssen eigentlich bei uns allen die Alarmglocken läuten. Und auf einer europäischen Ebene würde ich sagen, dass kein weiterer Cent an Steuergeld an die Regierungen fließen soll, die gerade wirklich dabei sind, ihre Rechtsstaatlichkeit an die Wand zu fahren. Und das Geld, das wir uns da sparen würden, das sollten wir eigentlich verwenden, um unabhängige und seriöse Medien zu fördern. Denn derzeit fließt halt immer mehr Geld in PR und auch in Parteimedien. Und andererseits gibt es sehr viel kostenlose Informationen und Falschinformationen im Internet. Und ich glaube, gerade jetzt, gerade da ist es besonders wichtig, dass wir einen starken Journalismus zur langfristigen Erhaltung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in ganz Europa haben. Also egal, ob wir dich in Zukunft irgendwo in einem Medium wiedersehen werden oder vielleicht auch irgendwo sonst, ich freue mich drauf. Vielen Dank, Elodie Arber. Danke.